Wir kennen, glaube ich, alle irgendein Mädchen, die so den mega schönen Eyeliner hinkriegt. Und wir selber eher so... Sexy Motherfucker. Okay. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und heute gibt es einen zweiten Teil unbekannterer Beauty-Hacks, wovon du hoffentlich den Großteil noch nicht an jeder zweiten Ecke von YouTube gesehen hast. Ich persönlich verwende sie sehr, sehr gerne und werde das Geheimnis jetzt mit dir teilen. Wie wir alle wissen, wirkt Zahnpasta ja austrocknend und antibakteriell gegen Pickel. Ich weiß, aber das kann ich nicht unter Make-up auftragen. Genau das habe ich mir dann auch gedacht. Ich habe die letzten 2 Wochen hier oben an der Stirnpartie mal wieder so einen richtig geilen Ausbruch gehabt. So sexy. Um genau zu sein, war er eigentlich mega ätzend. Und dann habe ich statt Zahnpasta Mundwasser genommen. Und zwar allein aus dem Grund, weil ich tagsüber auch was drauf haben wollte, aber Zahnpasta in der Straßenbahn auf einem Pickel halt nicht so geil ist. Das ist nämlich von den Inhaltsstoffen der Zahnpasta sehr ähnlich und von der Wirkung. Wirkt nämlich auch antibakteriell und austrocknend. Du lässt das Ganze dann einfach ganz kurz einziehen und trägst deinen Concealer dann drüber auf und kannst schon, tada, in die Straßenbahn und so weiter, ohne dumm angeguckt zu werden, weil du eben durchsichtige Pickelpflege drauf hast und nicht irgendwie Zahnpastaflecken oder irgend so ein Gel, das es für teuer Geld zu kaufen gibt. Spare, spare, spare. Ein Mascara-Tipp ist, dass du einfach eine normale Wimperntusche auftragen kannst unter der wasserfesten. Ganz viele tragen ja wasserfeste Wimperntusche auf, weil das besser den Schwung hält und so weiter. Allerdings erleichterst du dir, wenn du die nicht wasserfeste drunter hast, dann das Abschminken, weil das ist einfach nur a pain in the ass. Jeder, der schon mal wasserfeste Wimperntusche drauf hatte, versteht mich da, glaube ich. Wasserfeste Wimperntuschen, Squad, bitte in die Kommentare schreiben, wenn du das auch schon mal erlebt hast. Wir müssen uns alle versammeln. Wir müssen stark sein und dann werden wir das durchstehen. Beziehungsweise wir tragen einfach nicht wasserfeste Wimperntusche drunter auf als ersten Schritt. Dann ist trotzdem die Haltbarkeit von der wasserfesten Mascara gegeben, weil sie eben die nicht wasserfeste ummantelt und sozusagen nicht verschmiert werden kann. Allerdings geht es viel leichter abzureiben, weil quasi die untere Schicht, die nicht wasserfeste, einfach sich nicht so in die Wimpern reinfrisst und verbeißt, sondern sich ganz leicht abwischen lässt. Wir kennen, glaube ich, alle irgendein Mädchen in unserem Freundeskreis, die so den mega schönen Eyeliner hinkriegt. Und wir selber eher so... Sexy Motherfucker. Okay. Also dieser Hack ist für all jene, die schon immer so einen eigenen Eyeliner haben wollte, der einfach immer gleich schön aussieht. Du kannst dir einfach eine Schablone fertigen. Und zwar nimmst du ein weißes, einfaches Blatt Papier, zeichnest darauf ungefähr deine Augenform auf, dann überklebe ich das Ganze mit Tesa, damit das schön fest ist und Farbe, die auf diese Schablone sozusagen kommt, wieder leicht abzuwischen geht. Auf beiden Seiten beklebe ich das dann, damit ich es einmal auf dem Auge die Schablone hinhalten kann und dann drehen und auf dem Auge hinhalten kann und beides identisch wird. Dann nehme ich einfach schwarzen Lidschatten oder schwarzen Gel-Eyeliner, je nachdem, wie stark du die Intensität haben magst des Lidstrichs, und hast dann erstens mal 2 ganz identische Flügel, weil sie mit der gleichen Schablone gemacht wurden, und zweitens hast du dann auch direkt deine ideale Form immer parat, ohne irgendwie 15 Minuten vor dem Spiegel verschwenden zu müssen, weil das geht dann wirklich so, so schnell, wenn du einmal mit dieser Schablone das ausprobiert hast. Hast du es schon mal erlebt an dir selbst oder gesehen an jemand anderem, dieser Moment, wenn jemand matten Liquid Lipstick oder sonstigen Lippenstift drauf hatte und nur noch hier so ein Farbkranz ist und in der Mitte ist irgendwie die Farbe abgetragen oder in meinem Fall aufgegessen? Geständnis, ich bin ein kleiner Lipgloss-Nascher. Nein, keine Ahnung, irgendwie schaffe ich es nicht zu essen und gleichzeitig meinen Lippenstift auf den Lippen zu behalten. Aber es schmeckt immer sehr gut, deshalb kein Problem. Das einzig Mühsame an der Geschichte ist dann, also selbst wenn ich mit Abschminkmittel dran gehe, bleibt manchmal immer noch die Farbe in den Lippen. Und was da mega gut funktioniert, ist, wenn du einfach durchsichtiges Lipgloss nimmst. Das ist ja quasi das Gegenteil von mattem Liquid Lipstick. Und das trägst du dann über diese Farbreste auf, lässt es kurz einwirken
trägst es dann mit einem Taschentuch ab und du wirst sehen, es ist ein Wunder. Es geht so gut ab, also keine Ahnung, matter Liquid Lipstick und dieses Lipgloss, das hebt sich anscheinend gegenseitig auf, weil es genauso der Gegenpart ist oder keine Ahnung, aber es funktioniert absolut brillant. Etwas, was zu Fasching wieder sehr, sehr cool wird oder beim Ausgehen, wenn man mal zu irgendeiner Motto-Party geht oder so und ein bisschen ausgefallenere Haare braucht, da kann man sich ganz, ganz easy total ausgefallene, gekreppte Locken machen. Du willst wissen, wie? Mit einer Gabel. Spaghetti aufrollen war gestern. Wir rollen jetzt unsere Haare mit einer Gabel. 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 Was war das für ein Dialekt? Wir fädeln eine Haarsträhne hier durch die Mitte bis ganz nach hinten, dann eine Schlaufe außen rumlegen und wieder reinfädeln durch die Mitte, dann auf der anderen Seite eine Schlaufe legen, wieder durch die Mitte die restlichen Haare einfädeln, wieder herumlegen und so weiter. Und das Ganze fixierst du dann mit einer Bobbypin oder so, damit die Enden sich nicht wieder auflösen und gehst mit einem Glätteisen drüber, mit einem warmen und voilà, dann ziehst du das raus und hast Locken. Mega cool, weil es so ausgefallen ist, auch dann zu Fasching oder zu irgendwelchen 90er-Jahre-Partys oder Motto-Geschichten, wo man einfach mal sowas komplett anderes machen will und nicht immer nur diese klassischen Locken. Außerdem macht es ziemlich Spaß, irgendwie mit dem Besteck zu spielen, gerade weil einem früher immer verboten wurde, mit seinem Essen zu spielen. Jetzt spiele ich dafür mit dem Besteck. Damn, it feels good to be a gangster. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib du mir jetzt unbedingt mal in die Kommentare, welchen Hack du selbst am allercoolsten findest, den du je gesehen hast. Vielleicht mache ich dann so ein Best-of-Hack-Video aus den Zuschauer-Hacks. Das wäre doch mega cool. Also schreib mir gerne mal einen in die Kommentare. Vielleicht kommt er ja dann in mein nächstes Video rein. Du kannst mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns auch in meinem eigenen Schmuck-Online-Shop auf Instagram. Facebook, Twitter und Snapchat verlinke ich dir unten. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in meinem letzten Video oder im anderen. Ich wünsche dir bis dahin viel Spaß. Tschö.